Guten Tag. Aloha. Ich bin hier. Mit der Kamera. Hier geht gar nichts, hier steht was. Ich nehme mich an dem Tisch und das ist hier die postoperative Schönheitsbegradigung. Der Kennzeichenhalter. Weil, so sehen die Dinger aus. Also man braucht natürlich zwei Stück davon. Das heißt, das ist der eine und das plopp ist der andere. Einer links und einer rechts. Die Dinger sind für die Audi RS-Modelle zum Beispiel geeignet. Die macht man dann einfach in den Grill rein. Zack, dann kommen hier noch die Klipse, die man sich, also die gibt es mit dazu. Plumps, Kennzeichen reingesnappt und dann sieht das richtig schön sexy ohne großartigen Aufbau, weil so sitzt es dann in dem Grill drin, letzten Endes am Fahrzeug aus. Die könnt ihr zum Beispiel bei dem Dan Harmann jetzt aktuell kaufen. Wir machen die zusammen. Und ja, das ist so neben dem ganzen anderen 3D-Druckzeug. Es gibt davon demnächst vielleicht noch eine weitere Evolutionsstufe. Die testen wir jetzt gerade mit einem anderen neuartigen Material, was hier so ein bisschen flexibler ist. So kann man sich das hinterher final das Produkt dann vorstellen. Gibt's aber jetzt schon zu kaufen und ja, Quanner wohl zu machen, ne? Richtig. Ja, schön. Ja, dann tun wir das doch mal. Okay. Bis gleich. Ach, guck mal hier. Hallo! So, willkommen, es ist mal wieder Freitag, wir haben Quanderzeit und der Grund, warum ich mal wieder sitze, ist, weil ich total im Arsch bin. Man darf das wirklich so sagen, auf unserem Channel darf man das, weil das Wetter ist ziemlich cool und wir arbeiten uns hier momentan wirklich den Hintern wund, weil ihr bestellt ohne Ende. Das finde ich richtig klasse so, also bitte hört nicht auf damit, das soll jetzt keine Kritik sein, aber das erklärt einfach nur, warum ich hier sitze und mir die ganze Zeit Gummibärchen reinsnacke, um meinen Glykogenspiegel quasi ein bisschen oben zu halten. Eine Info übrigens, weil ich gerade sehe, wir haben wieder Purple Monster Plüschtiere da. Also, die sind gerade angekommen, ich glaube vor zwei Tagen. Oder? Ne, gestern. Ja, stimmt, gestern. Gestern. Ja. Gestern angekommen, seit gestern wieder im Shop verfügbar. Also, Purple Monster Plüschtiere, ihr könnt sie jetzt wieder bekommen. Ja, dann haben wir sonst noch irgendwas außer Quandamäßiges. Funktion. Produktion. Ja, Produktion rappelt richtig, weil der Gerät läuft. Also das Teil, was ihr aus den Technik- und Produktionsvideos kennt, diese schöne Super-Output-Maschine, die läuft jetzt endlich wieder. Das heißt, wir können jetzt wieder richtig was durchknattern. So. Knete, richtig, genau. Reinigungsknete. Kevin flitzt gerade schon, holt mal eben eine. Reinigungsknete hat bei uns jetzt eine neue sexy Verpackung, nämlich diese. So, gibt es jetzt in einer Box, ist die blaue Knete, wie ihr es kennt. Geht nicht auf, ist ein Zuhälter drin. So. Ja, Knetbox, so sieht das aus. 100 Gramm sind es insgesamt. Für was kostet der Spaß, Viktor? Das sage ich dir sofort und zwar in genau 5 Sekunden. In 5 Sekunden sagt er mir das, weil er kommt nämlich gerade nicht ins System rein. 3. Bitte? 7,90 Euro, 100 Gramm Knete direkt in der Aufbewahrungsbox und ihr könnt das auch super kombinieren. Haben wir eigentlich ein Set mit Easy Clean und Tüchern dabei? Das will ich machen, sobald der Shop das wieder so möchte. Okay, wir haben nämlich gerade ein kleines programmiertechnisches Problem mit dem Shop-System, also seid uns bitte nicht böse, wenn da irgendwas nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber die Reinigungsknete wird es jetzt auch dann mit einem Set mit Easy Clean direkt geben und den Moostüchern dabei. So, das dazu. Ja, dann kommen wir auch direkt mal zu euren Fragen, bevor das hier zu langwierig wird. Hm? Der schnelle Hinweis von da hinten. Red Snapper ist übrigens auch wieder verfügbar. Wundert euch nicht, das ist jetzt auch dem neuen Design angepasst. Also wir hatten es bisher ja in der noch alten Variante. Und das ist ein super geniales, recht einzigartiges Tuch zum Politurabtragen. Ihr werdet auch merken, wenn ihr da mit der Handfläche drüber geht. Das hat nicht diese typische Abrasivität von normalen Abtragtüchern. Also es ist nicht ganz so kratzig. Sehr hochwertig gemacht mit so einer Schlaufenwebstruktur. Kostet deswegen auch ein paar Euros mehr, obwohl es sich gar nicht so dick anfühlt. Aber der Grund, warum das so dünn ist, ist einfach folgender. Ihr müsst ja ein bisschen Druck aufbauen, damit die Politur hier reingehen kann. Also es ist eine richtig schöne Struktur. Das würde ich euch echt mal empfehlen, auszuprobieren zum Politur oder generell zum Produktabtrag. Fürs Finish ist es nicht so gut geeignet, weil es sehr, sehr viel Produkte aufnimmt. Also wie gesagt, Politurabtrag, da ist das perfekte Fall. Ja, sonst noch was, bevor ich es jetzt vergesse. Ja, ne? Nichts, was jetzt in Reichweite steht. So, kommen wir mal zur ersten Frage. Also, Hammer Asphalt, wie immer super Video, bleibt so und macht weiter, wie ihr seid. Danke dir schon mal dafür. Kurze Frage, wird es von euch auch Innenraumdüfte geben, wie zum Beispiel von den Chemical Guys oder von den Chinese Chiefs? Wenn nicht, wird es diese bei euch zu kaufen geben?
Die Innenraumdüfte von Chemical Guys und Shiny Chiefs wird es bei uns nicht zu kaufen geben. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, dass ich teilweise etwas verwerflich finde, was da drin enthalten ist. Das bezieht sich primär auf die Chemical Guys Dinger. Damit will ich die jetzt nicht schlecht machen oder sonstiges. Das soll nur eine. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr kennt mich ja schon. Ich stehe nicht so auf Petroleumdestillate und die werden bei Chemical Guys teilweise verwendet. Finde ich, gehört jetzt nicht unbedingt in den Car-Send rein. Bei Shiny Chiefs muss ich wirklich dazu sagen, wir haben es letztes Jahr getestet, haben versucht, die ins Programm mit aufzunehmen. Die haben mehrere Wochen, also auch Shiny Chiefs, falls ihr das seht, kein Diss an euch. Ich will nur die Fakten klären, warum wir es nicht tun. Mehrere Wochen nicht zurückgemeldet. Also der Support da gefällt mir persönlich einfach nicht und den Jungs hier natürlich auch nicht. Das heißt, wenn wir hier riesige Mengen durchkloppen von dem Zeug und wir kriegen es einfach nicht nach oder keine Rückmeldung, ist das natürlich, ist einfach keine schöne Geschäftsbeziehung in der Richtung. Also ich möchte denen jetzt nicht persönlich damit zu nahe treten, aber das ist halt der Grund, warum wir es nicht aufnehmen. Und um die Frage final zu beantworten, ja, wir werden Düfte machen, die haben wir auch schon so gut wie fertig. Das wird eine ziemlich coole Geschichte, weil es in Kooperation mit einem in der Szene sehr bekannten, einer sehr bekannten Dame alles passiert ist. Und also wir haben da bestimmt, ich will nichts falsch sagen, seit der EMS sind wir dran letztes Jahr, ne? Seit Essen Motor Show 2017, also ziemlich genau 5 Monaten sind wir da jetzt dran. Und ich glaube, das wird ziemlich cool werden, also seid mal drauf gespannt. Dann fragt Marco H., damit wir bei der Rinseless-Geschichte nicht aneinander vorbeireden, ich erinnere mich dunkel, ihr bezeichnet das Easy Clean als Rinseless-Produkt. Man muss es nicht abspülen, also insofern nenne ich falsch. Wenn ich nach dem gehe, was ich so unter dem Begriff finde, würde das eher als Trockenwäsche oder als Bucketless bezeichnet werden. Da gebe ich dir recht. Also Rinseless, Bucketless und Trockenwäsche, wie auch immer die Technik aussehen mag, das Produkt ist in der Regel immer grob das Gleiche. Das heißt, was es können muss. Worauf ich aber hinaus wollte, schreibt er weiter, war die Rinseless-Wäsche, bei der man zwar mit Wasser im Eimer arbeitet, aber einfach die Reste nicht mehr abspült, sondern mit einem Trockentuch aufnimmt. Das setzt natürlich voraus, das kurz dazu, deswegen schreibt er mir auch gerade Mischverhältnisse mit hierbei, dass ein relativ kleiner Anteil Produkt mit einem relativ großen Anteil Wasser funktioniert. Das kannst du mit dem Easy Clean ebenfalls machen. Also deine Frage zielte ja wahrscheinlich dann darauf ab, das heißt, ich habe sie falsch verstanden, falsch interpretiert, ob man das eben für diese Rinseless-Wäsche, wie du es jetzt hier beschreibst, machen kann, das funktioniert durchaus. Guckt euch das Video mal an, sowas meinte ich. Ich kann es mir jetzt gerade nicht angucken, weil da fragen wir die Zeit nicht, aber ich weiß grob, was du meinst, also ich kenne diese Technik. Dann Borussia BMG, was wahrscheinlich für Borussia Mönchengladbach steht. Wird es von euch auch Düfte für den Innenraum geben oder ist dafür der LE Insider gedacht? Der LE Insider ist ein bifunktionales Produkt, das heißt, ihr könnt damit super reinigen, jedwede Fläche im Innenraum, also da könnt ihr sogar die Fensterscheiben von innen mit sauber machen. Das funktioniert wirklich auf allen Oberflächen, sogar Leder, Alcantara und so weiter. Und gerade die Geruchsvarianten haben eine etwas höhere Konzentration von dem Geruchsstoff, also nicht der normale grüne Insider, sondern seine Freunde der etwas stärker riechenden Art und Weise, wie zum Beispiel der LE Number One, der Einhorn und so weiter. Die kann man direkt auch als Car-Scent quasi etwas zweckentfremden, so war das ursprünglich gedacht. Nichtsdestotrotz, wie ich ja gerade schon sagte, wird es separate Car-Scents geben, freut euch da drauf. Dann fragt er weiter, wie sieht es mit 5 Liter Gebinden des Parain aus, des Decom One und des Easy Clean? Dazu muss ich Folgendes sagen, wir haben beim Insider 5 Liter Gebinde oder wir haben jetzt ein paar Produkte im 5 Liter Gebinde, die Nachfrage ist einfach noch viel zu gering danach. Das heißt beim IPA zum Beispiel, bei dem Entfetter, da ist das so, dass da relativ viel von verkauft wird. Für uns ist das natürlich immer so, wenn die Nachfrage nach sowas noch sehr gering ist, dann ist es natürlich schwierig, einen Prozess zu etablieren, weil es stellt sich, so sage ich das mal krass, keiner denn und füllt 3 so Kanisterchen ab, damit die sich dann 2 Wochen lang nicht verkaufen. Also das macht wenig Sinn. Ja, eine Anmerkung. Wir können ja das einfach mal abstimmen lassen. Wir können eine Facebook-Abstimmung machen. Nehmen wir mal zurück im YouTube-Video. Oder so, ja, das geht. Da oben in der Ecke findet man das. Da oben in der Ecke? Ja, okay, ja, genau. Dann machen wir eine Abstimmung dazu einfach mal. Kevin wird das dann in dem Video noch mit einbauen, wie das ausschaut, dass wir das vielleicht näher konkretisieren können. So, dann haben wir den Alots. Zum Thema Innenraumreinigung. Derzeit nutze ich von Kochchemie den Allround Surface Cleaner. Für Klavierlack und Navi-Display, den Multi-Interior-Encleaner für Polster und unlackierten Kunststoff und den Topstar zur Pflege des Kunststoffes. Welche Oberflächen kann der Insider davon alle abdecken? Alle. Du kannst eigentlich diese drei Produkte
ich will nicht sagen wegschmeißen, weil man muss sich das so vorstellen. Der Insider ist ein sehr universell einsetzbares Produkt, was bei den meisten Oberflächen gut funktioniert. Hi Hund, nee, ich habe nichts zu essen für dich. So, das heißt einfach, der Insider reicht in der Regel absolut aus. Also mir ist jetzt keine Situation bekannt, außer bei einem Aufbereiter, wo ein Auto jetzt hinkommt, was 3 Jahre wirklich zugemüllt, nie sauber gemacht wurde. Da mag jetzt sowas wie zum Beispiel der Multi-Interior Cleaner durch einen etwas höheren Tensidgehalt noch ein bisschen mehr Reinigungswirkung haben. Aber versuch es einfach mal. Also du kannst den Insider auch einfach in Sprühextraktionsgerät mit reinkippen, also diese Nassdampfsaugdinger. Funktioniert super. Kommt der Insider vielleicht auch in einer farblosen Variante, um Flecken bei vergessenen Rückständen vorzubeugen? Farblos muss der nicht sein, weil in der Konzentration, wie du ihn einsetzt, also man setzt ihn natürlich pur ein, aber du brauchst so wenig davon, dass die Oberflächen, wo du ihn drauf sprühst, den Farbstoff gar nicht annehmen können, weil das so, so wenig ist. Ich spreche von dem normalen Insider, nicht von den Geruchsvarianten. Die Geruchsvarianten enthalten teilweise etwas mehr Pigmente. Ein kleines bisschen. Das kann jetzt gerade bei Rot dazu führen, dass es da leichte Verfärbung geben kann. Deswegen, ich würde einfach dann dir den normalen Standard-Insider in Grün empfehlen. Dann fragt Stefan Hinsken. Hallo Sebastian, wie immer ein sehr informatives Video. Ich danke auch dir dafür. Ich habe eine Frage zur blauen Lacknähte. Wie lange ist sie am besten... Na, einen Moment. Wie lagere ich sie am besten nach dem Gebrauch? So, in Wasser, nur in der Box, trocken oder im Gleitgel? Liebe Grüße, Stefan aus Lembeck. Meine Empfehlung wäre immer im Gleitgel in der Box. Das heißt, du sprühst die Knete einfach ein bisschen mit dem Gleitgel ein in der Hand. Ich würde auch immer empfehlen, so Einmalhandschuhe zu nehmen, weil es einfach sauberer, angenehmer ist. Also das Easy Clean ist nicht ätzend, das greift eure Hände nicht an oder sonstiges, aber sind natürlich reinigende und entfettende Stoffe auch mit drin. Die muss ich jetzt nicht unbedingt an den Finger haben, weil das im blödesten Fall natürlich auch logischerweise auf den Fettfilm der Haut sich niederschlägt. Deswegen benutzt einfach Einmalhandschuhe, nimm die Knete in die Hand und sprühe einfach von beiden Seiten so 2-3 Sprühstöße drauf, knete die einmal durch, mach das Ganze nochmal, leg sie dann in die Box. Also nicht die Box halb voll machen von dem Zeug, das wäre Verschwendung, das brauchst du nicht. Ja, dann liebe Grüße aus Ennepetal zurück. Ich hoffe, deine Frage wurde ihm beantwortet. Dann haben wir den Raphael Haas. Hallo zusammen, habe noch eine ergänzende Frage zum Quarzki Nano im Wischwasser. Verträgt sich die Kombination mit einem Frostschutzmittel im Tank? Gibt es ein besonderes Fragezeichen? Oder gibt es Bröckchen? Es kann jetzt sein, das ist gut, dass du diese Frage stellst, weil ich habe ja letztens dazu geraten. Es kann jetzt wirklich sein, dass je nachdem, was für ein Frostschutzmittel das ist, das dazu führt, dass es so Ausflockungen geben kann. Bin ich jetzt wirklich hin und her gerissen? Also ich glaube, ich würde es an deiner Stelle so machen, wenn es in Richtung Winter geht und kälter wird, würde ich das Quarzki Nano nicht mehr ins Wischwasser tun, bevor wir jetzt irgendwie, weil wir zu viel Zeit haben oder so wie was, irgendwas super cooles, Frostschutzmittelmäßiges entwickelt haben, was konkret dafür passt. Normalerweise sind stark glykolhaltige Produkte kein Problem. Aber jetzt gibt es natürlich auch Frostschutzmittel, die sich sehr über den Alkohol, weil Alkohol verhindert auch das, was einfriert, über den Alkohol hat er definiert. Und je nachdem, was für ein Alkohol das ist, kann der halt mit diesen, ja nennen wir es mal, simpel versiegelnden Komponenten schon so eine Klümpchenbildung geben. Das will ich nicht ausschließen. Dann Raffao. Mir fällt gerade übrigens auf, wo ich hier so gucke, das Licht scheint drauf. Ich habe heute die Brille passend zum Pullover, ne? Unglaublich. Amazing. Ich habe nämlich heute eine andere Brille auf. Danke für die Info mit der Dino, Höftec etc. So habe ich mir das schon fast gedacht. Ich bin selber Anfänger in dem Bereich und würde natürlich auch gerne auf die T2000 setzen. Das freut mich zu hören. Die ist ja nun leider schon länger nicht lieferbar und daher habe ich mir mal überlegt, bei der Konkurrenz zu nehmen. Ich warte dann einfach, in Klammern leider. Es wird ja zum Glück nicht mehr allzu lange dauern, also das Ding ist bereits auf dem Weg zu uns. Damit meine ich den Container mit den knapp 2500 Stück drin, also es werden einige sein. Cool wäre, wenn ihr den Lieferumfang dann wirklich etwas besser gestalten würdet. Die Dino hat ja schon echt viel Zubehör mit dabei. Das werden wir tun, seid ihr dessen gewiss. Da wird es auch ein cooles Feature noch an dem Kabel geben. Da sage ich jetzt aber noch nicht so viel zu, das wird eigentlich ganz amazing. Alleine der Videosupport ist ja schon ein deutlicher Mehrwert gegenüber anderen Shops und Herstellern. Ich hoffe, du weißt, dass natürlich auch unsere Kunden, also das heißt Waschhelden, Autopflegeshop.de, BBM Motorsport, DFT Turbotechnik, wie sie alle heißen. Natürlich auch Clean Dot zum Beispiel haben wir auch noch dabei, der Michael Kurek. Die bieten in der Regel auch einen relativ guten Support. Jetzt ist es natürlich so, dass die nicht immer direkt die Manpower dafür haben oder die Ressourcen, auch solche Videos zu machen.
Deswegen versuchen wir so ein bisschen hier für Liquid Elements, für die Marke, den Global Support zu liefern. Ich bin jetzt deswegen, darum komme ich jetzt gerade darauf, auch nicht böse, sollte jetzt einer von euch zum Beispiel woanders ein Liquid Elements Produkt gekauft haben und nicht bei Area 52 Shop, dann ist das gar kein Problem, dann geben wir trotzdem gerne Support dafür. Also auch wenn ihr bei einem unserer Händler kauft oder wenn ihr Liquid Elements Produkte bei eBay Kleinanzeigen privat geshoppt habt, gar kein Thema, wir geben euch dafür Support. Und das sei nochmal an dieser Stelle gesagt, weil wir kriegen das des Öfteren, da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen ausholen, solche Anfragen. Ich habe eine Poliermaschine bei einem Händler gekauft, der will da in der Form, wie ich mir das vorstelle, jetzt nicht drauf reagieren. Dann ruft der Kunde bei uns an und sagt dann, was soll ich jetzt machen? Das Schwierige dabei ist natürlich immer, wir müssen die gesetzliche Lage beachten. Das heißt, du in dem Fall dann als Kunde, dem das passieren könnte, hast ja keinen Vertrag mit uns. Wenn du das Ding jetzt zum Beispiel bei eBay gekauft hast, bei DFT Turbotechnik, also ich rede jetzt mal von einer Poliermaschine und da wäre jetzt irgendwie ein Lagerschaden oder sonst wie was, dann wende dich bitte immer direkt an den Händler. Sollte das nicht funktionieren, sind wir trotzdem über Feedback dankbar, weil wir wollen natürlich auch Händler erfassen, die sich nicht kümmern. Das heißt, da wollen wir auch hinterher sein, dass mit unseren Produkten vernünftig umgegangen wird. Deswegen gebt uns ruhig gerne Feedback dazu, aber ich sage ganz ehrlich, erwartet keine wahnsinnigen Lösungen von uns, weil da bitte ich euch, dem Händler auch die Chance zu geben, weil es soll natürlich nicht passieren, wir klären das für euch, was total legitim wäre und ihr zieht hinterher in irgendwelchen Foren über den Händler her und sagt, ja, Area 52 hat mir geholfen, aber der Spinner von Händler nicht. Das möchten wir nicht, das heißt, jeder sollte auch die Chance bekommen, den Driss, der dann halt passiert, das kann immer mal dann wieder gerade zu biegen. So, dann haben wir Steffen Philippin. Hallo zusammen. Erstmal wieder dickes Lob für das Format und erst recht für eure Produkte. Macht bitte weiter so. Machen wir auf jeden Fall, lassen wir uns nicht von abhalten. Ich hätte nach meinem ersten EcoShield, nach meiner ersten EcoShield-Praxiserfahrung, in Klammern drei Schichten auf VW Tiguan Neuwagen, nochmals eine Frage. Die Scatter-Tücher sind ja nach der Benutzung für die Tonne, soweit klar, richtig, weil die sich komplett mit dem Zeug ja sättigen und dann noch aushärten. Wie aber verhält es sich bei den Eraser-Tüchern? Die Frage ist ganz lustig, weil da haben Sascha und ich gerade heute Morgen noch drüber gesprochen. Weil er das auch, er macht ja relativ viel von unserem Kundensupport, den Leuten so empfiehlt, wenn er die direkt, also heißt innerhalb von 3-4 Stunden die Waschmaschine packt und sofort, ganz wichtig, mit dem Towel Reset, mit unserem Mikrofaserwaschmittel wascht, dann sind die in der Regel nochmal wiederverwendbar. Aber ich würde jedem empfehlen, nicht unbedingt auf dunklen Lack, weil es kann sein, dass kleinste Partikel davon zurückbleiben. Ich würde die aber nicht wegschmeißen. Also die Eraser-Tücher sind danach gut für zum Beispiel Felgen sauber machen oder im Innenraum irgendwas abwischen, weil die auch so schön handlich und kompakt sind. Deswegen vielleicht nicht unbedingt nochmal zum Keramikabtragen benutzen, aber für andere, nennen wir es mal niedere Arbeiten. So, ich habe meine gleiche nach der Benutzung in heißem Wasser eingeweicht. Da kann ich diese noch retten und noch in die Waschmaschine gehen, wieder frisch machen oder lieber ab in die Tonne? Gut, also deine Frage wurde, denke ich, damit beantwortet, hoffe ich jedenfalls. Die kannst du dann, wenn du sie dementsprechend wischst, Towel Reset Liquid Elements Mikrofaserwaschmittel. Ich sage es nochmal dazu, weil es postet das bitte auch ruhig mal in die Foren, weil ich lese überall immer wieder, da kaufen Leute Tücher von uns, wissen es vielleicht, haben es im Shop irgendwie übersehen oder haben es vielleicht auch bei einem Händler gekauft, der das Towel Reset nicht im Programm hat. Und fragen in irgendwelchen Foren nach, oh, ich habe von Nölle Mikrofaserwaschmittel genommen, ich habe von dem was genommen, ich habe von dem was genommen. Das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert oder war relativ teuer. Tut mir einfach den Gefallen, wir werden es demnächst auch wahrscheinlich als Beilage zu den Tüchern mitgeben. Wir können für die Qualität unserer Tücher natürlich nur garantieren, wenn ihr die ordnungsgemäß wascht. Das heißt, das Towel Reset als Mikrofaserwaschmittel benutzen, immer einmal feste ausschlagen, nachdem ihr sie gewaschen habt, damit sich die Fasern nicht verklumpen. Also zum Beispiel bei den langflorigen Tüchern ist das schon mal der Fall. Und dann sollte dem auch ein langes Leben gewährt sein, den Tüchern. Und das Towel Reset kostet wirklich nicht die Welt. Also soweit ich weiß, ist das eins der günstigsten Mikrofaserwaschmittel, die man so bekommen kann und hat eine mega geringe Einsatzdosierung. Davon braucht ihr wirklich nur ganz, ganz wenig. Dann fragt der Björn S., wie wäre es denn mal, wenn ihr einen Waschhandschuh rausbringt, der wie ein richtiger Handschuh geformt ist? Finde ich besser, weil man einfach viel einfacher in die Ecken kommt. Weil man viel einfacher in die Ecken kommt. So, ich habe es aber heute irgendwie.
Bin schon ein bisschen durch. Ja, da haben wir durchaus mal drüber nachgedacht, das in zweierlei zu machen. Einmal als Waschhandschuh und einmal vielleicht als reiner Felgenhandschuh. Schreibt uns doch ruhig mal in die Kommentare, wie das aussieht, wenn ihr solche Handschuhe gerne hättet. Also einen vielleicht für gerade filigrane Felgen, wo man wirklich einzelne Finger hat, wie bei einem normalen Handschuh. Und damit schön in die Speichen dann auch eben reinkommt. Und vielleicht auch als Waschhandschuh, um mal irgendwie ums Kennzeichen herum oder andere filigranere Bereiche oder den Spiegel könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Oder zum Beispiel bei den Audi RS-Modellen vorne im Grill, so ein bisschen mit da rein. Wäre eine Möglichkeit, schreibt mir das ruhig mal, wenn die Nachfrage danach besteht, tun wir das gerne. So, ich glaube, das war es auch schon, oder? Haben wir hier noch? Ah, da haben wir noch vier, oder? Nein. Nein. Nee, fertig. So was? Guck mal. Tada! Wie ja, Zeit? Jetzt eine halbe Stunde Video machen. Boah! Nee. Nein, das waren 19 Minuten 37. Ach, was? Ja, guck, sind wir unter 20 geblieben. Gut. Ja, dann danke ich euch erstmal wieder für die vielen Fragen und wir halten euch, wir machen jetzt noch kein Produktionsvideo wieder, weil wir gerade erstmal ein bisschen da aufräumen müssen. Da sieht es gerade ein bisschen aus wie Sau. Und dann, wenn das Ding jetzt final ein bisschen bereinigt ist, dann machen wir euch davon auch nochmal ein Video, damit ihr das mal sehen könnt, wie das Gerätchen jetzt läuft. Und das fanden ja einige ganz interessant. Eine andere Geschichte noch, die ich gerne eben am Rand erwähnen möchte zuletzt, wie es vielleicht schon einige erfahren haben, mit dem Dan Hamann zusammen fertigen wir Kennzeichenhalter für Audi RS-Modelle, demnächst auch für andere, für Mini-Golf und so weiter. Falls ihr da Interesse dran habt, schreibt vielleicht den Dan Hamann einfach mal an, viele von euch werden den ja kennen. Und dann, wenn ihr da Bock drauf habt, also sind ziemlich cool gemacht, eigentlich relativ einzigartig. Und sind sogar bis 320 km/h geschwindigkeitsgetestet von ihm selber. Die halten wirklich was, die Dinger, und sind schön dezent. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.